Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Collect All Pets. In dem Video versuche ich, möglichst viele Legendary, Prodigious und so weiter Pets zu bekommen, um dann endlich die 240 Pets zusammenzukriegen. Wie weit ich das schaffe, werden wir in dem Video sehen und jetzt viel Spaß. Und ich würde sagen, das erste, was ich jetzt mache, ist, ich hole mir dieses Ei hier und gucke, was ich für ein Legendary Pet bekomme. Bitte was Neues. Ja, ein Regenbogeneinhorn, das ist neu und damit bin ich zufrieden. Denn Leute, ihr seht, ich habe 222 Pets von 240 Pets. Und dann wisst ihr, meine Mission ist es jetzt erstmal eigentlich alle legendären Pets zu bekommen. Die 240 Pets für die Region da hinten zusammen zu bekommen. Ich habe dafür auch, wie ihr seht, 205 Millionen Coins zusammen gefarmt, während ich halt nicht aufgenommen habe. Und mit den 205 Millionen Coins will ich dann gleich nochmal ein paar Eier öffnen und hoffe, dass ich ein paar neue Pets dann ziehe. So, der Superkristall könnte jetzt auch langsam mal fertig werden. Wo arbeitest du? Ich arbeite als Geringverdiener und das an einem Samstag. Aber als Geringverdiener verdiene ich immer noch mehr als mit YouTube, also passt das. So, es sind immer noch nicht mehr Pets. Wann kommen denn endlich die 240 Pets? Aber ich brauche ja eigentlich, ich brauche nur noch 18 Pets. Das wär's dann. Na gut, ich sammle jetzt noch ein bisschen was ein. Und ihr seht auch, ich habe gar keinen Goldboost mehr. Also falls ihr noch irgendeinen Code kennen solltet oder wissen solltet, wo ein Code steht, den ich noch nicht verwendet habe, könnt ihr mir das gerne sagen. Ich habe so viel AFK gefarmt, dass ich keine Goldboost mehr habe. Im letzten Stream meinte ich noch, dass ich die Goldboost wahrscheinlich niemals loswerde. Aber na gut, jetzt sind sie durch, ne? Und hier in der Region habe ich tatsächlich keine Codes gefunden. Und ich weiß nicht, ob es hier vielleicht Codes gibt, die versteckt sind. Wenn ja, wären sie gut versteckt. Vielleicht unter diesem Podest. Er schwebt leicht. Die Spielentwickler wollen, dass wir hier runter gucken. Da ist der Code versteckt. Klaus Wars hier. Okay, ich probiere den Code einfach mal aus. Vielleicht funktioniert er ja. So, ich gebe den Code ein. Klaus Wars hier. So, und 2 Stunden Goldboost. Dankeschön. So, jetzt kriege ich auch ein bisschen mehr Gold dazu. Lohnt sich pünktlich zum frisch abgebauten Superkristall, der mir dann ja nochmal extra viel Gold bringt. Ich packe meine Pets jetzt mal hier wieder in den Dschungel. Fordere das hier ein. Earn Gold in the Mountains. Ah ja, dann bin ich ja gerade richtig hier. So, aber 2 Millionen kommen nicht mehr zusammen, oder? Ja, guck mal, das, was rübergespillt ist. Doch, das zählt. Gut. Dann sammeln wir das alles noch ein. Oh, hier gibt es ein Shiny Pad. Woher haben die Leute alle ihre Shiny Pads und ich nicht? Ich habe, als ich offscreen war, auch das eine Pad, das ich cool fand. Ich habe wieder vergessen, wie es hieß. Das hier habe ich in Shiny gesehen. In Shiny sah das gar nicht so cool aus wie das Original-Pad. Also das ist häufiger. So, ich sammle jetzt nochmal Coins ein. Dann würde ich sagen, stelle ich mich ans legendäre Ei und mache mich einfach mal ans Auto-Hatchen. Dann guck mal, was dabei so rumkommt. Das Unicorn hatten wir eben schon. Hatte ich auch schon. Ja, es gibt nicht mehr so viele legendäre Pets, die ich nicht habe, weil es ja insgesamt nicht so viele legendäre gibt. Aber die Soundeffekte sind noch ziemlich leise. Ich mache den mal ein bisschen lauter. Oh yeah, geil, die Donnerkatze. Die habe ich offscreen übrigens auch schon freigeschaltet. Habe ich euch gar nicht gezeigt. Das sind meine Pets, die ich jetzt ausgerüstet habe. Ich habe Klotzo und Umbra, finde ich ziemlich langweilig. Werwolf-Welpen habe ich jetzt 2. Und ich habe halt eine Donnerkatze. Ihr seht, das hier sind so meine Pets. Und jetzt versuchen wir noch ein paar legendäre Pets dazu zu bekommen. So. Ah, endlich ein neues Pet. Ich dachte, da kommt gar nichts mehr. Oh, da war ein kleines Pikachu. Also eher ein Pichu, oder? Nee, es gab auch so ein anderes Pokémon, das so aussieht wie ein kleines, fettes Pikachu. Ich habe vergessen, wie die hießen, weil das waren dann schon die neueren Generationen. Und noch ein neues Legendary, sehr gut. Aber es ist auch egal, wenn wir jetzt gar nicht so viele neue Legendaries ziehen. Weil wir werden die alle fusen. Und dann haben wir eine Menge Prodigious Pets. Und die Prodigious Pets, von denen haben wir auf jeden Fall noch nicht so viele. Da habe ich erst 3 oder 4 in meiner Collection. Und selbst die kann ich dann nochmal fusen. Das bedeutet, heute werden wir richtig viele Pets zusammenbekommen. Aber ihr seht, die 200 Millionen Coins, die gehen auch ziemlich schnell alle. Ich habe nur noch 100 Millionen übrig. So, jetzt kommen aber immer wieder das Gleiche. Wäre lustig gewesen, wenn jetzt 3-mal hintereinander das gleiche Pet gekommen wäre. Aber, ja, 2-mal? Na, schade. Oh, ja, gar keine 9 mehr. Ich will einmal kurz abbrechen. Phantom, okay. Ich will einmal kurz in meine Pet Collection gucken, wie viele Legendaries fehlen mir denn eigentlich noch? Epische, ich habe alle, wie ihr übrigens seht, ich habe alle epischen, seltenen, ungewöhnlichen und gewöhnlichen Pets. Und die nächste Klasse, die mir noch fehlt, sind Legendaries. Und da fehlt mir auch nur noch ein Legendary. Das könnte vielleicht was werden. Ich habe jetzt noch so ungefähr 10 Eier, die ich öffnen kann. Vielleicht ziehe ich das letzte. Dann habe ich tatsächlich alle Legendaries gehatcht. Das wäre richtig krass. Aber ja, es wird knapp. Die Chance ist bei jedem Legendary gleich hoch. Und das war's. Okay, das war's jetzt. Earn Gold in the Mountains. Ich packe meine Pets mal in die Mountains. So, ich sammle hier aber dann noch diese Coins ein. Und dann gucke ich nochmal in die Pet Collection. Ich habe 224 Pets. Das heißt, ich habe gerade mal 2 neue Pets entdeckt währenddessen. Aber ich habe eine Menge Pets zusammenbekommen. Und mir fehlt halt noch dieses eine Legendary Pet. Vielleicht ziehen wir das heute noch. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. So, es wurde mir jetzt öfters in den Chat geschrieben, ich soll den Code Few and Far Between verwenden. Also probiere ich es mal aus. Few and Far Between. Probieren wir mal aus. Und 4 Stunden Goldboost. Okay, der reicht dann auf jeden Fall sehr viel länger als dieser Livestream. So, ich gehe jetzt an die Fuse-Maschine ran und fuse dann einfach mal alle Pets, die ich so übrig habe. Und
Stabil. Das neue Legendary ist nicht dabei, aber einige Prejudice Pets. Aber die hatte ich alle schon. Nee, das ist neu. Und das hier ist vielleicht neu. Und die kann sein. Ich habe 227. Na gut, na gut. Dann sehen wir uns das einmal an. Also ich nehme hier erstmal die alle raus, weil ich habe jetzt eine Menge Prejudice Pets. Und die Prejudice Pets sind auf jeden Fall stärker. Du musst die legendären fusen. Ja, habe ich gerade gemacht. Das ist auch der Plan. Oh, lol. Vielleicht packe ich meine Pets mal hier an den Kristall ran. Der Kristall ist eh gleich abgebaut. So, er ist abgebaut. Jetzt packe ich meine Pets wieder in die Berge. Dann lasse ich den Kristall einmal spucken und ich gucke einmal, wie viele Prejudice Pets gibt es eigentlich. Ich habe schon... Entweder ich habe schon alle Prejudice Pets oder es gibt hier tatsächlich noch eine Reihe. Das weiß ich nicht. Es könnte sein, dass ich schon alle Prejudice Pets jetzt habe. Bin voll schlecht in dem Spiel. Kann man da traden? Nee, hier kann man nicht traden. Deswegen, in dem Spiel muss man sich all seine Pets selbst erfarmen. Und da bin ich ja dabei. Deswegen sammle ich hier jetzt auch das ganze Gold ein. Und für das Gold kann ich dann neue Eier öffnen, kann die Pets daraus dann fusen und krieg dann neue Pets. Und die 240 Pets, die kriegen wir heute zusammen. Die kriegen wir heute zusammen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich müsste nur ein bisschen schneller farmen, aber dafür habe ich jetzt die Goldboosts wieder drin. Wie kann man dir beitreten? Man kann mir in Roblox beitreten, indem man mir folgt auf meinem Roblox-Profil und mir einfach beitritt. Es geht halt nur dann, wenn der Server gerade frei ist. So, ich öffne jetzt nochmal ein legendäres Ei. Bitte was Neues. Schade. Und dann fuse ich jetzt nochmal das, was übrig ist. So. Oh, ich habe sogar ein paar Prejudice-Pets. Jetzt habe ich hier zwei neue. Alles klar, sehr, sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass ich sogar zwei aufgestiegene Pets heißen sie jetzt. Warte mal. Unglaublich? Prejudice heißt jetzt unglaublich? Die hießen doch vorher aufgestiegen. Hä? Hört doch auf, immer euren Namen zu ändern. Gut, die Klotze mag ich nicht. Stattdessen, hier, nehme ich den rein. So, jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen stärkere Pets. Ich gehe mal kurz gucken, was gibt es alles so für Klassen. So. So, es gibt unglaublich. Hieß früher Prejudice. Dann gibt es aufgestiegen. Danach gibt es mythisch. Und mythisch ist halt das Höchste, was es gibt. Das bedeutet, wenn ich noch ein paar von den aufgestiegenen, wobei ich dachte, die Prejudice würden aufgestiegen sein, fuse, dann kriege ich mythische Pets. Und die mythischen Pets, die zählen, da ist es egal, ob man die schon mal hatte, da zählt jeder. Jedes einzelne mythische Pet zählt auf diesen Counter hier rauf. Aber bis ich erstmal meine mythischen Pets habe, habe ich auf jeden Fall die 229 zusammen, oder? Wir gucken einmal noch in die Pet Collection und sehen, ja, ich habe alle Prejudice Pets. Oder ich habe alle unglaublichen Pets. Ich habe fast alle Legendary Pets. Hier fehlt mir noch eins. Ich wünschte, ich kriege das heute noch. So, verdiene Gold am Strand, dann machen wir das mal. Ja, und dann haben wir hier noch aufgestiegen und darunter die mythischen. So, wir öffnen auf jeden Fall jetzt noch ein Ei. Bitte, 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 bitte. Ah, schade. Haben wir genug zum Fusen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind genug zum Fusen. Das sind genug zum Fusen. Nein, das sind nicht genug zum Fusen. Stimmt, weil ab diesem Level, Fusen, brauche ich nämlich drei der gleichen Art. So war das hier. Stimmt. Guck mal, Legendaries kann ich noch fusen, wie ich will, und epische auch. Aber sobald ich bei den Prejudice Pets bin, brauche ich drei gleiche Prejudice Pets, um sie aufsteigen zu lassen. Und dann sehen die halt zum Beispiel so aus wie die blutdurstige Fledermaus. Das bedeutet, es könnte dann vielleicht doch noch ein bisschen dauern. So, ich sammle hier ein, krieg dann nochmal was. Collect Drops in the Arctic. Okay, dann geht's auch noch rüber in die Arktik. Warum denn auch nicht? Wir werden hier auf halbe Weltreise geschickt. Aber ich merke schon... Es zieht sich wieder. Ich habe 200 Millionen Coins gefarmt und es hat leider doch nicht gereicht. Ich hätte gedacht, es reicht, dass wir wenigstens jetzt so 235 hätten. Aber 229, ja, knapp. Naja, dann warten wir einen Augenblick. Ich trinke einen Schluck. Und dann collecten wir mal Drops in der Arktik. Wobei 5000 Drops sind auch nicht wenig. Da müsste ich ein bisschen farmen, um die 5000 zusammenzubekommen. Ihr seht, ich kriege jetzt nicht mal 1000. Okay, es dauert schon wieder. Mir fehlen noch 11 Pets. Ja, mir fehlen noch 11 Pets. Aber ich merke... Die 11 Pets, die könnten auf sich warten lassen. Weil ich könnte nur ein Legendary Pet. Die anderen Pets, die mir fehlen, sind halt wirklich die hier unten. 11. Mir fehlt noch ein Legendary Pet. Mir fehlen noch 4 aufgestiegene Pets. Und dann fehlen mir einfach noch 6 Mythical Pets. Okay. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, weil ich nicht dran gedacht habe, dass das Fusen ab aufgestiegen ja so sich wandelt. Ah, dann könnte das doch noch ein bisschen dauern. Aber weil das auch ein bisschen dauert... Und weil ich dafür noch eine Weile farmen muss, ich würde sagen, ich farme jetzt nochmal auf ein Eck und den Rest mache ich offscreen weiter mit den Farmen. Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter, weil ich möchte jetzt nicht die komplette Livestream-Zeit, die ich heute habe, mit Farming verbrauchen, weil ich kann ja auch während ich arbeiten bin, mein PC laufen lassen, dass der dann AFK für mich farmt. So, deswegen gehe ich jetzt... Ach, ich habe immer noch nicht 3 Millionen. Das dauert alles so lange. Farmt mal ein bisschen schneller hier. Hast du alle außer Legendary, Mythic und aufgestiegen? Ja, ich habe alle. Ich habe, wie ihr seht, hier unten habe ich alle Pets, alle gewöhnlichen, ungewöhnlichen, seltenen, alle epischen Pets. Ein legendäres fehlt mir noch. Ich habe alle unglaublichen Pets, aber mir fehlen halt noch fast alle aufgestiegenen und Mythical Pets fehlt mir jedes einzelne. Kannst du heute nochmal Klicker oder...
Pet Simulator spielen. Beide Spiele spiele ich nicht, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Bitte, gib mir das Ei. Nur noch ein Ei. Bitte, nur noch eins. Ich verhungere sonst. In den Bergen wackelt der Boden. Das ist meine Chance. Los, auf in die Berge. So, ich sammle die Coins ein. Na, und das mit den Drops, bis ich 5000 Drops habe, dauert das noch. Das werde ich dann offscreen machen. Meine Pets sollen da hinten sich erstmal den Kristall gönnen, wenn der Kristall dann endlich ankommt. Please. Ja, da kommt er. Der Superkristall. Dann fange ich auch automatisch an, schneller zu farmen. Und habe dann gleich die 3,5 Millionen zusammen für das letzte Ei in diesem Stream. So, 3,3. Jetzt mach schneller. Wo bleiben die Drops? Na okay, es dauert immer eine Weile, bis der Kristall so weit runtergehauen ist, dass der fette Drops raushaut. Warten wir noch ein bisschen. Ich will noch einmal gucken, ob ich es hier nochmal rauf schaffe währenddessen. Guck mal, wie leicht das ist, hier rüber nach oben zu kommen. Und ich habe im letzten Video so lange gebraucht, weil ich versucht habe, bei all diesen Bäumen dort hochzuklettern. Naja, leider kann ich hier nicht jeden Tag so ein neues Ei abholen. Schade. Receive a Prejudice Pet bei 500. Ich brauche 500 Pets, damit hier ein Prejudice Egg dann landet. Alles klar. Das ist eine Herausforderung. Ich glaube, die werde ich nicht annehmen. 500 ist ein bisschen viel. So. Jetzt haben wir aber die 3,5 zusammen. Und ich gehe nochmal zum legendären Ei. Öffne das, bitte, bitte, bitte. Na, schade. Kann ich trotzdem fusen, please? Gibt's was? Nee. Na gut, dann wäre es das erstmal in diesem Livestream mit Collect All Pets. Ich werde offscreen noch ein bisschen weiter farmen. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt wieder ein bisschen gefarmt, habe 114 Millionen. Nicht ganz die 200 Millionen, die ich beim letzten Mal erfarmt habe, aber ich war jetzt auch nur einmal arbeiten. Und farmen dauert tatsächlich ein bisschen lange. Wir schmeißen Auto-Hedge an und gucken, was rauskommt. Und ich sollte vielleicht Sounds wieder aktivieren. So, da kam aber bisher noch nichts Neues. Ich hoffe ja wirklich, dass ich das neue Legendary, beziehungsweise das letzte Legendary, das ich noch nicht habe, endlich ziehe. Das wäre mein Ziel für heute. Das will ich jetzt wirklich noch ziehen. Aber bis jetzt ziehe ich halt immer wieder die gleichen Pets. Auch nicht schlecht, weil die kann ich ja fusen und kriege dann auf jeden Fall noch ein paar weitere hellblaue Pets. Vielleicht kriege ich sogar mein erstes Mythical zusammen, wenn es ganz gut läuft. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber bitte, gib mir jetzt noch ein Legendary. Ein Legendary, das ich noch nicht hatte. Nur noch eins. Bitte, mein letztes. Ich werde dich danach nie wieder nach einem bestimmten Legendary fragen. Weil ich auch dann schon alle habe. Komm schon. Legendary, Legendary. Naja, ich hänge immer noch bei 229. Und immer noch. Und immer noch. Und ich hänge immer noch dort. Und das ändert sich irgendwie nicht. Na gut. Das war's. Nein. Als ob ich jetzt schon alles ausgegeben habe. Das könnt ihr nicht mit mir machen. Schnell, schnell. Hier noch einmal zusammensammeln. Gib mir noch 500.000. 500.000 ist nicht zu viel verlangt. Bitte, bitte. Warte, ich collecte Drops in die Arktik. Gib mir die Drops aus der Arktik, schnell. Please. Ach, guck mal, wie süß die kleinen Pets damals noch waren. Jetzt sind sie groß und haarig. Guck dir mal den Typen an. Okay, komm, aber wenn ich jetzt wieder im Dschungel bin, dann will ich aber die 200.000, die mir noch fehlen, jetzt aber kriegen. Gib. Und, please. Na, nicht ganz. Na gut, wir gehen an die Fuse-Maschine. Ich hab's immer noch nicht. Ich habe ein paar Legendaries. Aber es fehlt mir noch das eine. Als ob mir dieses eine Legendary fehlt. Alle verschmelzen. Und okay, ich kann hier auf jeden Fall die Biene krasser machen. Aber das wär's dann auch. Wenn ich jetzt hier auf meine Haustiere gehe, auf Sicherung. Ich gehe erstmal hier auf Ausrüsten. Ich würde sagen, ich nehme mal alles aus Ausrüstung raus. Ich rüste mal kein Pad aus. Hiervon brauche ich auch drei. Okay, jetzt gehe ich mal auf Fuse All. Volles Risiko und bam. Und jetzt nochmal alle... Nicht genug Haustiere. Okay, gut, jetzt gehe ich auf Ausrüsten. Und ich habe den Nachthimmel Wyvern, den Schwefelflügler, den Mondlichtjäger, den Waspinator, den Waspinator, die blutdurstige Fledermaus, die blutdurstige Fledermaus, den Bluthund-Welpen, den Werwolf-Welpen. Und den Werwolf-Welpen, aus dem ja dann der Mondlichtjäger wird. Ja, und dann fehlt mir noch ein Verwirrend. Danke für die Übersetzung. Verwirrend. Mir fehlt noch ein Verwirrend. Och, als ob ich so viele Regenbogen-Einhörner jetzt habe. Das war das erste Pet, das ich in diesem Livestream hier bekommen habe. Aus dem Ei da vorne. Komm, jetzt kann ich aber nochmal ein Ei öffnen. Da ist es jetzt drin. Da ist es jetzt drin. Und... Oh, das wäre einfach zu schön. Warum können wir nicht mal schöne Stories schreiben, Roblox? Warum gibst du mir nicht einfach mal die Pets, die ich brauche? Aber nein, Collect All Pets möchte mir nicht gönnen. Die möchten, dass ich weiter grinde. Ach ja. So sei es. Dann werde ich wohl weiter farmen, bis ich dann weitere Pets habe. Mir fehlen ja noch 8 Pets. Die 8 Pets sind aber sehr schwer zu bekommen. Das habe ich am Anfang des Videos noch unterschätzt, wie schwer es wird, die letzten Pets zu bekommen. Alleine, weil man halt immer 3 der gleichen Art braucht. Und von den Ergebnissen davon braucht man ja auch wieder 3 der gleichen Art. Also, ja, es wird sich schon ein bisschen ziehen. Aber ich werde mein Bestes versuchen, dann wieder im nächsten Livestream. Wenn ihr bei meinen Livestreams noch nie dabei wart, ich livestreame immer am Samstag, wenn ich schaffe. Und versuche da immer ein bisschen was zu erreichen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst aber auch gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!